Tausende haben in Moskau für freie und faire Regionalwahlen protestiert. Das ist unser Land, unsere Wahl, skandierten die Demonstranten. Die Menschen waren einem Aufruf von Oppositionspolitikern gefolgt. Hauptanliegen der Demonstranten ist, dass unabhängige Kandidaten und Oppositionelle zur Wahl ins Moskauer Stadtparlament im September zugelassen werden. Endlich sitzen wir im selben Boot. Wir sind Menschen der gleichen Art. Für die im Kreml sind wir kein existierendes Volk. Und jetzt müssen wir alles tun, um das Gegenteil zu beweisen. Der genehmigte Protest verlief weitgehend ruhig. Über Festnahmen war zunächst nichts bekannt. Unabhängige Protestbeobachter sprachen von über 20.000 Teilnehmern. Nach Behördenangaben war nur etwa die Hälfte auf die Straße gegangen.